Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Schadtechnik-Update bei IG. In dem heutigen Schadtechnik-Update schauen wir uns den australischen Dollar zum US-Greenback an. Und das Chartbild auf Tagesbasis sieht recht interessant aus, aus Trader-Sicht. Erst kürzlich, nämlich Ende Juli, Anfang August, scheiterte der Versuch, die rot eingezeichnete Widerstandszone bei 0,8024, 0,8080 zu überwinden. Ja, konsequenterweise kam es dann zu Gewinnmitnahmen, zu einer Korrektur, die momentan noch anhält. Der Australdollar hat momentan bei 0,7838 jetzt eine waagerechte Unterstützung erreicht und da sind wir jetzt. Um diese Chartmarke streiten sich jetzt Angebot und Nachfrage. Es gibt natürlich jetzt hier zwei Szenarien, die natürlich im Grunde sehr lukrativ sind zu nutzen, nämlich erstens, wir verteidigen diese Trendlinie und das Währungspaar prallt nach oben ab. Dann bestünde aus charttechnischer Sicht Erholungspotenzial bis zum Zwischenhoch bei 0,8065. Das heißt also, wir könnten dann wieder in die Widerstandszone vorstoßen. Davor liegt auf Tagesbasis bei aktuell 0,7930 der 20-Tage-Durchschnitt. Oder halt natürlich Szenario 2, der Abgabedruck wird größer. Wir können die besagte Unterstützung nicht verteidigen und es geht dann abwärts. Dann könnte es zu einem Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 0,7785 kommen und knapp darunter bei aktuell 0,7750 verläuft dann die zweite aufwärts gerichtete Fächerlinie. Darunter sollte es nach Möglichkeit nicht gehen. Ansonsten müsste also der 100-Tage-Durchschnitt bei 0,7630 ins Geschehen eingreifen. Also wir haben momentan eine Pattsituation. Wichtig dabei ist, dass die Unterstützung bei 0,7838 verteidigt wird. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Handeln mit IG.